Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Elon Motors TV mit dem Model 3, Auslöser der Zeitenwende. Hier gibt es 5 Jahre Erfahrung auf Tesla und ein Tesla und die Elektroautos sind dabei, die Verbrenner komplett abzulösen. Hier in dieser Sendung gibt es alle Informationen. Viel Spaß! Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Elon Motors TV zu einer neuen Ausgabe. Ja, ich sitze natürlich hier im Model 3 Long Range, um für euch die Elektromobilität praxisnah zu bringen und ihr könnt das natürlich anwenden auf alle Elektrostromer. Natürlich geht es heute um ein paar Sachen, die es nur in diesem Fahrzeug gibt, aber ein Artikel, der letztens erst veröffentlicht wurde, hat mir gezeigt, ich muss mal zeigen, wie gut das in so einem Tesla geht. Das geht natürlich hauptsächlich um Langstreckenfahrten. Das könnt ihr auch im Standard Plus, das ist ja der kleine mit 448 Kilometer WLTP machen, aber jetzt auch im neuen 614er. Und ich habe mir heute Morgen die Gedanken gemacht, wie man das ausrechnet, wie man am taktisch schnellsten über die Autobahn 610 Kilometer fährt, knapp über 600 in so einem Fahrzeug, wie schnell das in einem Tesla geht im Vergleich zu den anderen. Das seht ihr in dieser Sendung. Und dann reden wir noch über die neuen LFP-Akkus, das hatte ich schon versprochen, und Apple CarPlay, wie das hier in einem Tesla gelöst wird. Also bleibt dran, viel Spaß in dieser Sendung. It's insane! Ja, liebe Zuschauer, ich bin jetzt gerade auf einer Testfahrt für euch auf der Autobahn und es geht ja darum, wie schafft man 600 Kilometer in einem Elektroauto, denn das Auto, was man sich kauft, das soll ja nicht nur für als Zweitwagen für Kurzstreckenfahrten gut sein, sondern das soll ja eigentlich alles können. Und ich behaupte nach 5 Jahren Elektromobilität mit der Marke Tesla, dass ein Tesla das kann. Der ersetzt einen Verbrenner auch auf Langstrecke, denn mittlerweile hat man hier, wie ihr wisst, ja in der kleinsten Version 448 Kilometer WLTP-Reichweite. Das heißt aber nicht, dass man das auf der Autobahn auch schafft, da reden wir gleich drüber. Oder 614 Kilometer in diesem hier, der gerade mal 45.000 Euro kostet, so wie er jetzt aussieht. Es ist heute windig, deswegen pfeift das hier so ein bisschen. Ganz schön windig hier in Bayern. Und wir schauen uns das jetzt mal an, wie das denn funktioniert, mit so einem Fahrzeug wirklich 600 Kilometer zu fahren. Und es gibt einen Challenge und da fahre ich nämlich heute hin, Geiger Cars nach München. Das sogenannte Geiger Challenge, denn ich bereite für euch vor, München, Hamburg in Minimum Zeit in einem Elektroauto. Und wenn dieses Elektroauto das fast so schnell kann wie ein Verbrenner und das wesentlich günstiger, davon gehe ich aus, dann glaube ich nicht, dass man noch zögern sollte und sagen, ein Elektroauto kann das. Was es natürlich nicht kann, sind die Emotionen, die Engine Sounds, und deswegen bin ich heute auch unterwegs. V8, ihr wisst ja, ich fahre auch einen Ford Mustang Bullitt, so ein V8 V8 Saugmotor. Aber das sind natürlich nur wenige 1000 Kilometer im Jahr und das ist was für einen Sonntag, für die Emotionen. Aber für den Alltag ist natürlich ein Elektroauto wesentlich angebrachter. Und ich habe heute Morgen, habe ich mir hier zusammengeschrieben, 610 Kilometer. Wie fährt man das am intelligentesten? Ein Kollege bei YouTube hat das ja mit einem e-tron S gemacht. Ein teures Auto, was natürlich wesentlich mehr kostet als so ein Tesla-Stromer hier in der Model 3 Klasse. Aber man sieht an diesem Beispiel, dass man einfach mit dem Tesla Ladenetz und mit den geringen Verbräuchen, die so ein Tesla hat, bei hohen Geschwindigkeiten auf langen Strecken wesentlich schneller unterwegs ist. Also man kann so sagen, pro 100 Kilometer eine Stunde, das schafft man in einem Tesla locker. Und ich habe mir da Gedanken gemacht, was jetzt das Sinnvollste ist. Fahren wir 110, was natürlich super langsam wäre, aber sparsam. Und man müsste weniger laden, denn man würde natürlich vollgeladen losfahren. Das kann man mit jedem Akku hier machen. Und dann einmal laden auf 600 Kilometer und nicht 5-6 Mal laden, so wie das in diesem Beispiel war mit dem großen e-tron SUV. Oder fahre ich 130, das hier jetzt ich für euch gleich mal euch zeige, das seht ihr hier gleich. Wir messen auch den Verbrauch, um einfach nochmal meine Referenztabelle, wo ich das ausrechne, zu vergleichen. Oder fahren wir sogar schneller, 150. Ihr könnt euch vorstellen, klar, wer 150 fährt, der macht 2,5 Kilometer pro Minute. Und wer halt unter 120 fährt, der macht weniger als 2 Kilometer pro Minute. Das heißt, man holt sich pro Minute einen halben Kilometer rein. Das heißt, nach 20 Minuten Laden sind da schon 10 Kilometer Vorsprung. Und das ist einfach das, was man berücksichtigen muss. Und ich habe das heute mal für euch zusammengerechnet und darüber reden wir gleich. So, jetzt lassen wir es mal krachen. Ich fahre jetzt mal 150 und wollte nochmal meinen Verbrauch checken. Und ich kann euch ja schon so viel verraten, ich zeige euch das dann auf dem Zettel.
Also 110 ist sicherlich die sparsamste Variante zu fahren, denn man schafft es mit diesem Auto, die 600 Kilometer zwar nicht durchzufahren, aber mit nur einmal Laden kommt man am Ziel dann mit ausreichend Reichweite an. Wenn man natürlich dort ankommt und man möchte jetzt noch 100, 200 Kilometer im Akku haben, um dort nicht irgendwo betteln zu müssen, was man als Verbrenner ja auch nicht machen würde, dann muss man natürlich den letzten Ladestopp noch mal 5 Minuten länger laufen lassen. Ich habe euch ja in den letzten Videos gezeigt, dass es vier wichtige Sachen gibt, um sich für so ein Auto zu entscheiden. Das erste ist natürlich die Grundreichweite. Und da ist halt Vorsicht geboten, dass man halt diese WLTP-katalogisierten Reichweiten nicht für bare Münze nimmt in so einem Auto, wenn man hier mit höherer Geschwindigkeit fährt. Also diese 614 Kilometer, die es hier zu beachten gibt, die sind natürlich bei 150 km/h in so einem Fahrzeug wesentlich weniger. Ich habe das mal zusammengetragen, das blende ich euch dann mal ein. Das sind praktisch 150 fährt, dann wären das praktisch nur noch 300 Kilometer Reichweite, wenn es ein bisschen kühler ist. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass der Verbrauch dann um die 25 Kilowattstunden liegt. Fährt man 110, ist der Verbrauch ungefähr 18 Kilowattstunden mit Heizung und nicht ganz so warm. Im Sommer geht es sicherlich besser. Dann sind das halt noch 420 Kilometer. Und bei 130 wären es noch 360 Kilometer. Also wenn man das mal im Hinterkopf hat, dass aus so einer WLTP-Reichweite auch in diesem aerodynamisch günstigen Fahrzeug nur 300 Kilometer bei 100%, also die Hälfte fast übrig bleibt, wenn man schneller fährt, dann wisst ihr jetzt mal, was die Realität ist. Und das habt ihr auch gemerkt in diesem anderen Video. Karmeniek ist da gefahren mit seinem e-tron S und ist natürlich schnell gefahren, so schnell wie es ging, und hat dafür öfters geladen. Und mit der Taktik meinte er, dass es dann schneller geht. Im Model 3 funktioniert das natürlich wesentlich besser, weil einfach die Grundreichweite schon eine höhere ist und er dann nicht ganz so viel verbraucht, weil es natürlich kein SUV ist und er aerodynamisch halt wesentlich besser ist. Und da seht ihr dann mal den Zeitvorteil, wenn man den mit so einem Auto fährt, denn die 610 Kilometer, die fahre ich in diesem Version hier in dem schnellsten Modus. Ich habe jetzt nur mal maximal 150 genommen, in 5 Stunden 16 Minuten. Anstatt in wesentlich längerer Zeit. Und wenn man halt nur 110 fährt und nur einmal laden muss, ist interessant, da kommt dann raus, man braucht knappe 6 Stunden, also 45 Minuten mehr, denn es dauert halt wesentlich länger, um da die Kilometer zu machen. Und das ist halt der Vorteil, wenn man eine hohe Reichweite hat, dann hat man natürlich ein hohes Anfangskapital, denn man fährt natürlich schon mit 100% los und das ist auch nicht schädlich für den Akku. Das macht man ja nicht täglich. Und wenn man das macht, dann lädt man kurz vorher voll. Das kann man hier timen über die Einstellung und dann kann man praktisch relativ schnell wieder, also dann kann man relativ lange fahren. Das wäre bei dem 110er, wenn man so langsam losfährt, könnte man schon mal 380 Kilometer fahren bis auf 10% runter und würde dann erst laden. Und das ist natürlich eine wahnsinnig lange Zeit und das kann man natürlich nicht mit einem Auto, was ja gerade mal knappe 400 Kilometer WLTP hat und dann auf der Autobahn mit 110 natürlich noch einiges mehr verbraucht als bei dem WLTP-Zyklus, der mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit unter 50 km/h gemessen ist. Ja, also von daher ist das spannend, das habe ich mir für euch angeguckt. Dann das Ganze mit 130 km/h, da würde man dann schon nach 325 Kilometer laden in diesem Auto. Und wenn man 150 fährt, dann ist man schon nach 270 Kilometer bei 10% angelangt und auch dann würde man schon laden. Und daraus ergeben sich etwas andere Taktiken. Das macht dieses Fahrzeug hier natürlich völlig automatisch. Einfach das Ziel eingeben, 600 Kilometer weg und dann würde er einem das anzeigen. Aber es ging ja darum zu checken, was wäre der schnellste Weg, dorthin zu kommen. Und da kam halt raus, dass es halt nicht mit 110 am schnellsten ist, sondern mit 150 ist es natürlich am schnellsten. Aber interessant, dass man bei 130 und bei 150 mit zweimal Laden hinkommt und dann noch mit ausreichend Reichweite ankommt. Ich bereite euch das auf und blende euch das dann ein. Das könnt ihr euch am Ende mal angucken, wie ich das habe. Und es kommt auch raus, dass natürlich das Ganze in so einem großen SUV, der so viel verbraucht, der Kollege hat da 35 Kilowattstunden verbraucht mit seiner schnellen Fahrt,
Der hat natürlich über 100 Euro an Stromkosten produziert auf 600 Kilometer. Das sind ja fast Werte, die kann ich auch mit meinem V8 Bullet fahren. Das macht natürlich wenig Sinn. Also von daher ist das für mich keine Alternative, sondern hier habe ich es ausgerechnet, würdet ihr, wenn ihr mit 110 fahrt, dann kommt ihr in 6 Stunden an, dann kommt ihr auf 40 Euro Stromkosten mit 36 Cent am Supercharger geladen, wobei am Anfang zu Hause zahlt ihr wahrscheinlich wesentlich weniger als 36 Cent. Also das wäre jetzt mit 36 Cent gerechnet. Wenn ihr 130 fahrt, und das ist meine Empfehlung, dann kommt ihr auf halbe Stunde schneller, 5 Stunden 26 hin und dann kostet 6 Euro mehr für die halbe Stunde. Ja, und wenn man 150 fährt, dann kommt man halt nochmal 10 Minuten schneller an, aber das kostet dann halt knappe 10 Euro mehr. Also und das alles im Model 3 gerechnet. Und was zeigt uns das? Ja, erstens, eine hohe Anfangs-WLTP-Reichweite ist natürlich gut, aber das spielt bald keine Rolle mehr, sondern der Verbrauch. Und für den Verbrauch bei Autobahngeschwindigkeiten ist die Aerodynamik das Entscheidende. Und da ist das einzige Fahrzeug momentan, was da natürlich ganz gut performen wird, ist die EQS Mercedes S-Klasse, neben den ganzen Teslas. Auch ein Ioniq 5 und ID.4, das sind alles CW-Wert schlechte Autos, die werden alle auf so höheren Geschwindigkeiten über 110, 120 werden die einbrechen und dementsprechend funktioniert das halt nicht. Ja? Und wenn man das dann halt nicht schafft, schneller zu fahren mit einem geringen Verbrauch, muss man natürlich auch öfters laden. Gut, jetzt kommt die dritte Komponente und das ist natürlich, wie schnell kann ich nachladen? Und da können natürlich ein e-tron, ein Ioniq 5 mit ihrem Schnellladensystem, der e-tron macht das über ein konstantes Ladeplateau, macht er das ganz gut, hat da auch recht schnelle Ladezeiten. Und der Ioniq 5, der schafft das über sein 800-Volt-System, dass er halt in 18 Minuten diese 10 auf 80% lädt. Wobei 10 auf 80% sind natürlich bei der Geschwindigkeit nicht so viele Kilometer, weil natürlich der Verbrauch entsprechend hoch ist. Aber dann kann man halt übers Schnellladen wieder einiges gut machen. Das ist also der Schlüssel dazu. Und der zweite Schlüssel beim Laden, und das ist der weitere große Vorteil in diesem Supercharger-Netz, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das ist nicht nur, dass man, und das hatte Carmaniac auch auf seiner Strecke, dass gewisse Lader nicht funktionieren. Das hat man in einem Tesla-System nicht. Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, dass auch ein Kollege, der fährt schon viele Jahre Model S, so wie ich früher gefahren bin, der hat das mal statistisch aufgeführt, er hat bei 400 Ladungen einmal ein Problem gehabt, am Supercharger zu laden. Und das ist natürlich eine Quote von besser als 99%. Und mit so einer Quote, da kommt man bei den anderen Systemen überhaupt nicht hin. Ja, also Ionity und die anderen, ENBW und so, die haben keine Lader, die immer funktionieren und die null Probleme funktionieren. Ihr müsst mal die YouTube-Videos euch anschauen, wo die anderen Kollegen an so Systemen laden. Wie oft kommt da dann, dass es nicht funktioniert hat? Da gibt es sogar einen, der ist gefahren parallel Model 3 mit dem anderen ID.3 und dann ging der Lader nicht und das Model 3 hat dann abgebrochen zu laden, damit es fair bleibt. Ja, das ist aber nicht fair, denn der Model 3 lädt einfach durch, weil es funktioniert und der andere, der hat jetzt halt 20, 30 Minuten verloren. Das ist dann halt Pech. Und dieses Pech, das blüht einem auch rein statistisch, weil einfach die Systeme noch nicht so sind, dass es Plug and Charge ist und ihr den Onboard-Status habt. Also sprich, neben der schnellen Ladegeschwindigkeit ist, ob es überhaupt geht, das zweite Entscheidende und das kann euch natürlich Zeit kosten. Und das nächste, was ich immer wieder sehe, ist, dass hier natürlich viele Ladepunkte auf der falschen Seite der Autobahn sind, an den Raststätten. Das ist bei Ionity leider so, dass man, wenn man jetzt A9 Richtung Nürnberg fährt, München-Nürnberg, da ist, wenn man von München kommt, auf der rechten, auf der östlichen Seite ist nichts, nur auf der Rückfahrt. Ja, das bringt einem natürlich gar nichts. Was macht man dann? Man muss vorbeifahren, umdrehen, wieder zurückfahren. Das ist natürlich idiotisch und das kostet halt auch 10 Minuten Minimum. Und genauso auf der Strecke A8 zwischen München und Stuttgart, da ist auch einer, wenn man von München kommt, kann man laden und wenn man auf der Rückseite kommt, dann ist der Lader ganz woanders. Also das sind alles Sachen, die sind natürlich überhaupt nicht durchdacht und da hat Tesla ein wesentlich besseres System, denn die Supercharger sind immer da, wo man abfahren kann, von der Autobahn abfahren und von beiden Seiten an diese Raststätte ran kann. Und das ist natürlich der einzige Weg, um es von beiden Richtungen her ohne Zeitverlust zügig zu machen. Und das dritte, was ich gesagt habe, ja auch im letzten Video, ich rede da Brutto-Netto-Zeit. Ja. Ich habe jetzt in meiner Rechnung hier 5 Minuten aufgeschlagen auf diese 20-minütige Ladezeit von 10 bis 80% oder 18 Minuten beim Ioniq, um einfach abzufahren,
dorthin zu kommen, zu parken, anzustecken und bis das Laden losgeht. Das ist bei 5 Minuten, da ist schon die ganze Anfahrt drin, weil einfach die Supercharger so strategisch günstig liegen. Wenn ihr das bei Ionity macht und den anderen, Allego, ENBW, dann habe ich ja gesagt, ist das mit dem Zufahren gar nicht so einfach. Aber auch dann, wenn ihr ankommt, müsst ihr erstmal aussteigen, App rausholen, Karte rausholen, an das Ding rangehen, euch registrieren, dann müsst ihr den Stecker rausnehmen, anstöpseln, dann läuft das System langsam los. Also da verliert ihr definitiv nochmal Minimum 2 bis 5 Minuten dazu. Und das müsst ihr natürlich auch berücksichtigen. Das heißt, wenn jemand zweimal lädt auf so einer Strecke mit einem Auto, was jetzt noch nicht so effizient ist, muss er mindestens mal dreimal laden, da habt ihr dann schon mal eine 3 mal 5 Minuten längere Ladedauer, weil ihr ja jedes Mal diese Bruttozeit dazu addiert. Also das ist eigentlich einfach ein Desaster. Ja? Also das ist eines der größten Probleme. Aber dann habt ihr es ungefähr zusammen, um jetzt zu schauen, wie kann man denn sinnvoll laden. Also deswegen ist für mich ganz klar, nach den vielen Zeiten, das einzige Auto, was ich mir vorstellen kann, was so schnell wie ein Tesla unterwegs ist auf der Autobahn, wird das Mercedes EQS Auto sein, die neue Oberklasse, denn dort gibt es erstmal die gute Aerodynamik. Das heißt, dort habt ihr die Chance, lange Strecken auch bei hohem Tempo fahren zu können, weil einfach das Auto so wenig verbraucht. Ihr eine große Anfangskapazität habt mit WLTP 700 Kilometern und mehr. Das heißt, ihr fahrt los, ihr könnt auch 130, 150 effizient fahren und dann könnt ihr bei Ionity schnell laden, klar. Und jetzt kommt das Argument, ihr habt Plug and Charge. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich einfach das Ding abnehmen können und reinstöpseln und Mercedes hat den ersten Wagen, der dann bei Ionity automatisch registriert ist. Wenn das auch über die Karte funktioniert und ihr euch dann genauso anmelden müsst, dass das System überweist, wer ihr seid, dann werdet ihr natürlich auch wieder die 5 Minuten verlieren. Aber immerhin, alle anderen Autos mit schlechtem CW-Wert, und es ist nicht nur der CW-Wert hier drin, 0,23, Ionity 0,28, EQS 0,20, nein, es ist natürlich die Multiplikation aus diesem Wert mit der Stirnfläche des Autos. Und das ist nun mal Breite mal Höhe. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall bei höheren und breiteren und größeren Autos immer eine Gesamtwiderstandsfläche, die höher ist. Das einzige Auto, was neben EQS, weil EQS hat halt 0,20, genauso super sein wird, wie jetzt das kleine Model 3. Das Model 3 ist halt nicht so breit wie ein Model S oder EQS, wird das Model S sein. Das neue Model S wird einfach absolut der Knaller sein, weil es halt in all diesen Disziplinen noch mal besser ist als das Model 3 Long Range. 663 Kilometer WLTP, CW-Wert 0,208, flach und breit, das heißt die Stirnfläche ist über diese Multiplikation gering und natürlich über die beiden Motoren des Long Range, Asynchronmotor vorne im Model S Long Range, super effizient, also der wird wahrscheinlich sogar noch weniger verbrauchen als der EQS und dann habt ihr das super Ladenetz vom Tesla, das heißt, hier werdet ihr wahrscheinlich wirklich sogar noch mal 10 Minuten schneller sein können als im Model 3 Long Range. Und das ist natürlich das Beste, was geht. Und mit dem Auto möchte ich dann im September mal gucken, ob ich Karl Geigers Challenge annehmen kann, dass wir checken von München nach Hamburg im Model S oder halt in einem schnellen Verbrenner. Wer schafft das schneller? Und wie viel wird es dann wirklich an Zeit kosten? Ich bin mir relativ sicher, dass man natürlich, wenn man optimiert, nicht zu schnell fährt, also ich sag mal auch so 180 oder so im Verbrenner und man würde dann durchkommen und mit 100 Kilometern oder 50 Kilometern im Tank ankommen, das kann man ja so timen bei so einem Auto. Darf natürlich nicht ein 911er oder sowas sein oder vielleicht auch nicht ein Shelby GT500. Ja, der kommt auch gerne 600 Kilometer ohne zu tanken durch. Auch nicht mit 180. Auch mein Bullet wird das nicht schaffen. Aber dass man halt einmal 5 bis 10 Minuten tanken und vielleicht noch 5 Minuten Pinkelpause, um es fair zu lassen, dass man da dann vielleicht 20, 30 Minuten schneller da ist. Aber was natürlich das nächste große Argument sein wird, wenn ihr euch vorstellt, ich habe das jetzt mal ausgerechnet hier, 150 im Model 3, da sind wir bei 600 Kilometern auf 54. Das heißt, wir haben 25er Verbrauch,
25 Kilowattstunden, da könnt ihr schon recht schnell mit fahren, wenn es wärmer ist, sogar noch schneller als 150, dann könnt ihr für 25 mal, sagen wir mal 40 Cent, könnt ihr für 10 Euro die Strecke fahren. Das sind also 60 Euro bei 600 Kilometer. Das kostet halt im Verbrenner einfach locker 12 bis 14 Liter, so schnell zu fahren, in so einem Sportauto, der dann so schnell ist wie so ein Tesla Model S. Und dann kostet das halt einfach 12, 13 mal 1,50 Euro, wenn er nicht gerade Super Plus tankt. Super Plus 1,70 Euro mittlerweile, die guten Spritz mit so Rennwagen. Dann seid ihr bei 20 Euro, zahlt auch nochmal 60 Euro pro Strecke mehr. Und also ich weiß nicht, mir geht das ganz ehrlich so, klar, emotional 250 Kilometer mal zurück in die Heimat. Klar, das würde ich gerne im Porsche machen oder in meinem Bullet. Aber da bin ich dann halt einfach bei Hin- und Rückfahrt 5 mal 12 Liter, 60, da bin ich 100 Euro los. Ja? 100 Euro bin ich da los. Und wenn ich das mit dem Auto mache, da bin ich bei der gleichen Geschwindigkeit, wenn ich dann durchfahre, das kann ich ja mit dem locker durchfahren, 250 Kilometer, ja, da brauche ich halt 6 Euro auf 100 Kilometer. Ja, das sind das 30 Euro. Und das spart mir also fast 50%. Und dazu muss ich sagen, erstmal klar, so lange Strecken, das mag mal Spaß machen, mal 100 Kilometer oder 200 Kilometer krachen zu lassen, emotional auch alles im Verbrenner mit dem Sound von so einem V8. Ja, aber nicht auf 600 Kilometer. Und da ist es hier drin wesentlich angenehmer. Ihr wisst, wie komfortabel das ist. Ich kann hier den Autopiloten anmachen, das seht ihr jetzt. Und dann fährt er hier ganz entspannt. Und es ist einfach schön, das Soundsystem ist das gleiche. Es soll ja auch leise sein, es soll ja auch Erholung sein. Ich sage immer, das ist wie in einem Fighter. Also es gab Zeiten, da bin ich ja große Airbusse geflogen als Testpilot für die Luftwaffe und parallel dazu Düsenjäger geflogen. Und für mich war das war halt wie im Sportwagen, mal kurz 50 Kilometer es krachen zu lassen und dann aber am Wochenende die langen Fahrten dann gemütlich im großen Airliner. Das sind einfach zwei verschiedene Welten und natürlich ist das ein Luxus, beides zu machen, beides zu können, aber auf Dauer mit so schönen großen Autos, mit so tollen Oldies, Verbrennern, V8, bald Seltenheitswert, gibt es bald nicht mehr, ja, wenn die Verbrenner die alle ablösen, wenn die Stromer hier alle ablösen, dann sind das eure Schnäppchen, dann sind das eure Habseligkeiten, die ihr in der Garage habt. Das macht ihr dann nicht mit denen, so lange Strecken zu fahren. Ja? In dem Beispiel, da fährt natürlich, wer so einen Laden hat und so viele Autos davon hat, klar, der muss es auch mal einfahren. Aber das ist natürlich nicht der Normalzustand. Wichtig ist einfach, und das soll auch diesen ersten Teil jetzt hier abschließen, jedes zu seinem Zweck. Wenn ihr euch ein Elektroauto kauft, dann sollte es natürlich auch alles können. Wir reden jetzt nicht über Renault Zoe ID.3 für den Stadtverkehr. Ihr wollt ja auch eigentlich alles damit machen. Ja? Und es ist nicht schöner, als mit einem Stromer durch Europa zu fahren. Und ihr wisst, ihr könnt was Gutes der Umwelt tun und ihr könnt es auch ökonomisch und sparsam für euch tun. Und in so einem Tesla könnt ihr das alles. Und es gibt bald Stromer, die das auch können. Aber ich kenne da momentan noch keinen einzigen, der das kann. Denn einfach, es scheitert immer wieder an dem ein oder anderen Ding. Sobald jetzt natürlich die Autos kommen mit geringeren Verbräuchen, aerodynamisch gut gebaut, wie vielleicht der neue Hyundai EV6, ja, der sieht ja ganz gut aus, der wird nicht wie der Ioniq 5 so einen schlechten CW-Wert haben und auch nicht so hoch und breit sein, sondern der wird dann schon besser performen auf der Autobahn. Der hat dann halt nur noch das Netz, dass er halt das Problem, dass er halt im Fremdnetz laden muss. Und das kostet halt dann die Penalties, die ich gerade erzählt habe, was es ist. Und das ist halt einfach, solange es das noch nicht gibt. Mercedes EQS ist natürlich für wenige aufgrund des Kostenfaktors eine Lösung. Aber es hat natürlich Vorteile, die kommen natürlich in die Richtung, dass sie natürlich langstreckentauglich sind. Das hat ja auch den Anspruch. Taycan Turbo, e-tron GT, klar, das sind Sportwagen, da kann man auch mal 400 Kilometer mit fahren. Aber sobald man die halt auch 150 fährt, da bleiben halt nicht viel Kilometer übrig. Ja? Die müssen dann nach 200 Kilometer laden und dann müssen die halt dreimal laden auf so einer 600 Kilometer Strecke Minimum. Wahrscheinlich sogar viermal und dann habt ihr halt einfach diese zweimal 20 Minuten, 40 Minuten mehr. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall schon mal ein, zwei Ladestopps mehr und das macht natürlich dann die Gesamtperformance schlechter, wobei das bestimmt eine schöne Art ist, damit zu fahren, ganz klar. Also ihr seht,
Langstreckenfahrten im Elektroauto, Reichweite muss gut sein, Aerodynamik muss gut sein, Ladenetz muss gut sein, Brutto-Netto-Zeit nicht vergessen und natürlich die Verlässlichkeit, und die gibt es halt momentan nur im Ladenetz. Wir reden gleich weiter über LFP-Akkus. Wir reden auch noch, ach, das hat mich auch noch einer gefragt, ob ich davon ausgehe, dass die anderen Verbraucher bald am Supercharger-Netz laden können, und ich rede dann noch über Apple CarPlay. Also bis gleich. Ja, und da fährt es das Model 3. Ich hoffe, es gefällt euch aus Erfahrung nach 5 Jahren Tesla, und ich unterstütze die Autowende hier auf dem Kanal. Also ihr könnt einen Daumen nach oben hinterlassen und abonnieren. Es geht gleich weiter mit weiteren spannenden Themen aus Erfahrung für die Praxis für euch. Und ich hoffe, ihr seid auch bald dabei. Da fährt es das Model 3 durch die Landschaft und es geht spannend weiter. Also viel Spaß in den folgenden Teilen. Ja, jetzt reden wir noch kurz über die LFP-Akkus. Im aktuellen Standard Plus geht es ja darum, dass die im Quartal 2 aus Shanghai kommen. Das heißt, ihr habt den Vorteil, dass die Verarbeitungsqualität sehr, sehr gut sein soll. Das war auch damals bei den letzten Mix, also sprich den Made in Chinas vor Facelift. Die waren schon sehr gut verarbeitet, sogar besser als Fremont. Und die sind natürlich jetzt auch im Facelift sehr gut verarbeitet. Wobei ich gehe davon aus, dass Fremont, so wie in diesem hier auch, schon sehr gut verarbeitet ist. Das ist nicht der Punkt, aber es sind ja die LFP-Akkus drin. Viele fragen mich von euch, was denn jetzt die Vor- und Nachteile sind. Es steht ja in dem Begleittext, dass dieser Akku in kalten Regionen nicht so perfekt ist. Ja, das hat man ja Ende des Jahres gesehen. Nextmove hat einen hervorragenden Beitrag geliefert, wo man gesehen hat, wie langsam diese LFP-Akkus aus China geladen haben. Und man hat am Anfang natürlich Tesla durch den Kakao gezogen und gesagt, ja, wir sind hier die Versuchskaninchen, das funktioniert nicht, was machen wir dagegen? Und Tesla hat dem aber Abhilfe gemacht mit dem neuen Software-Update. Damit wurden einfach die oberen und unteren Ladepunkte, das ist nämlich am Spannungsabfall zu messen, sind dann eindeutiger, und mittlerweile geht das ganz gut. Und auch die Vortemperierung des Akkus funktioniert jetzt ganz gut. Das heißt, dass man jetzt bessere Ladeperformance erreichen kann. Der Grundnachteil von einem Standard Plus ist natürlich, er lädt nicht mit 250 Kilowatt Spitzenladeleistung, sondern mit 170. Das ist im Model 3 einfach so geregelt, um natürlich auch, das war früher mal ganz am Anfang, als der Standard Range Plus rauskam, waren das mal nur 100 Kilowatt. Wenn ihr das vergleicht mit der Konkurrenz, da haben ID3, ID4, die haben alle nur so um die 100, 125 Kilowatt. Das ist also jetzt nicht so wenig. Das reicht im Regelfall, denn diese Ladeleistung über 100, das ist nur ganz am Anfang, und nach 50% geht das sowieso unter 100% wieder. Das ist nicht so schlimm, aber 170, damit seid ihr schon ganz gut dabei. Da seid ihr an dem V3 natürlich oben ein bisschen ausgebremst. Beim V2 merkt ihr das gar nicht, weil er da ja 150 sowieso nur hat. Und der lädt dann halt trotzdem ganz gut. Ja, also die Peak Performance ist nicht ganz so schnell. Der Akku ist ja sowieso kleiner. Das heißt, bei diesen 55 Kilowattstunden Bruttokapazität, da sind einfach 10-80%, diese 70% davon, das sind ja dann nur knappe 37, 38 Kilowattstunden. Das heißt, das ist ja auch jetzt nicht so ein Kunstwerk, das vollzukriegen mit 170 Kilowattstunden. Das ist nicht das Problem. Also im Winter ist dem schon Abhilfe geschaffen über diesen Vortemperierung, wenn man den Supercharger hier eingibt. Das ist natürlich der große Vorteil. Damit funktioniert das ganz gut. Also ich würde mir da keine Gedanken machen, dass dieser LFP-Akku jetzt nicht in unseren Breiten auch im Winter funktioniert. Er hat einfach den Nachteil, dass er bei Kälte langsamer lädt und dass er halt einfach kälteempfindlicher ist. Das ist dadurch, macht sich das bemerkbar. Und was aber der große Vorteil ist, ist einfach, er ist völlig unempfindlich. Das heißt, den kann man halt auch öfters auf 100% vollladen. Das heißt, für jemanden, der oft von zu Hause lädt und nicht so viel unterwegs ist, der kann öfters mal einfach sagen, ich stelle den jetzt hier, ich zeige euch das mal, hier über den Limit, stelle ich den einfach, so wie ich das jetzt hier habe, auf 100%. Ja? Das ist halt der Vorteil. Und dann habt ihr halt einfach 448 Kilometer nach WLTP, wenn ihr smooth und langsam fahrt, habt ihr dann knapp typisch 400 Kilometer. Und da ihr vollgeladen habt, könnt ihr auch mit 400 Kilometern dann arbeiten. Wogegen ein Long Range, der halt noch den Lithium-Ionen-Akku hat, der lädt in der Regel
im Winter vielleicht auf 90% und im Sommer auf 80%. Und 80% von 614 wären dann halt auch nur knapp 500 Kilometer und realistisch vielleicht 450 Kilometer. Das heißt, das wären gerade mal 50 Kilometer mehr. Also das heißt, wenn man zu Hause losfährt und das regelmäßig macht, dann kann man sich durchaus einen Vorteil mit dem LFP-Akku holen, indem er einfach auf 100% ladbar ist und das natürlich öfters nutzen kann. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass man das machen kann. Wenn man das Fahrzeug wieder verkaufen will, nach Skandinavien, wo die Winter ja doch einiges kälter sind, da reden wir hier von 30 Grad minus, ja, da ist das natürlich schon nicht ganz unproblematisch, sowas, wie soll man sagen, so Temperaturprobleme zu haben. Da könnte es natürlich schon sein, dass die Finnen da oder die Dänen nicht ganz so oder die Schweden nicht ganz so happy darüber sind, jetzt so einen Gebrauch zu kaufen. Ja, also das wäre dann zu überlegen. Auf der anderen Seite, auch in Finnland gibt es nur den Standard Plus mit diesem Akku. Das ist ja nicht so, dass die Standard Plus jetzt aus USA weiterbekommen. Also das würde ich mir jetzt dann auch, sage ich mal, überlegen. Das wäre okay, glaube ich. Für mich, wieder ingenieursmäßig gedacht, was mich stört an dem LFP-Akku, ist einfach, dass er 60 Kilo schwerer geworden ist, weil einfach die Batteriedichte in diesen Packs einfach nicht so dicht ist wie der 7170er, der vorher darin verbaut war. Und damit wiegt das Auto jetzt halt 1725 Kilo anstatt vorher 1665. Und das ist halt einfach schade. Und das ist für mich halt so ein Wermutstropfen. Ja, ich habe das auch schon in meinem Rechenprogramm angepasst. Das kostet nicht viel Reichweite, vielleicht 2-3 Kilometer, weil der Rollwiderstand halt einfach höher ist, weil das Gewicht angestiegen ist. Ihr müsst halt euch einfach überlegen, ihr habt jetzt praktisch immer einen Beifahrer dabei. Also der, wer noch einen Standard Range aus Fremont hat, der ist halt einfach praktisch mit einem Beifahrer so schwer wie jetzt der neue aus China aufgrund dieses Akkus. Das ist halt für mich so ein Wermutstropfen. Aber ansonsten vom Betrieb her ist das völlig unproblematisch. Ich habe auch einen von euch hat mir geschrieben, ja, er ist super happy, man soll sich auf der Langstrecke keine Gedanken machen. Die ein, zwei Mal, wo man damit fährt, da lädt man halt ein, zwei Mal mehr und man ist halt einfach 10 Minuten länger am Laden. Wenn man Urlaub fährt, ist das ja nicht so schlimm. Ja, deswegen also als Privatmensch mit einem Standard Plus zu fahren auf der Autobahn, auch 600 Kilometer, ist überhaupt kein Problem. Gut, man braucht dann halt 20 Minuten mehr oder beziehungsweise bei jedem Ladestopp halt 5 bis 10 Minuten länger. Das heißt, man verliert eine Stunde, sag ich jetzt mal, auf die 600 Kilometer. Das sollte bei Privatfahrten kein Problem sein, ja. Für die Geschäftsleute ist es ganz klar, wenn man hier mit Dieselverbrennern unterwegs geschäftlich ist, dann muss man sich überlegen, ob man nicht diese 10.000 Euro mehr ausgibt. Das wird ja meistens geleast, meistens finanziert geschäftlich. Ihr werdet ja nie diese 10.000 Euro in die Hand nehmen müssen, sondern bei der ganzen Betriebsdauer sind vielleicht 5.000 Euro weg, die dann auch noch verteilt sind. Also das ist dann auf jeden Fall zu überlegen. Und ihr solltet euch auf jeden Fall überlegen und deswegen kann ich es nicht verstehen und deswegen glaube ich, seid ihr hier auch ganz gut aufgehoben, hier auf dem Kanal mit der Erfahrung. Ich habe schon so viele Schicksale erlebt mit Leuten, die halt nicht am Supercharger laden dürfen, dass es halt nicht funktioniert hat. Ja. Und das ist natürlich für Geschäftstermine ein wahnsinniges Desaster, wenn man dann halt nicht laden kann, auch wenn man eine Stunde verliert. Ja. Also so viel zum LFP-Akku, denn das bringt mich auf das Thema, wer kann wann beim Supercharger laden. Also ich würde jetzt als Privatmensch mir keine Gedanken machen, als privater Käufer. Der Standard Plus wird ein tolles Auto sein. Er ist super günstig mit 35.000 Euro nach Förderung. Wenn ihr da dann noch Sachen reinpackt, dann würde ich mir das überlegen. Also ich würde da nicht zu viel ausgeben. Ich würde mir nicht einen roten, nicht einen weißen Interior nehmen und eine Anhängerkupplung. Und die gibt es übrigens auch noch. Das wollte ich noch sagen. Anhängerkupplung gibt es noch dieses Quartal über meinen Link. Ihr könnt es nicht in der Bestellung gleich anhaken. Ihr könnt die Bestellung machen mit dem Referral-Link. Dann sofort meinen Berater anrufen und der pflegt euch das dann sofort umgehend rein. Ihr müsst es aber halt innerhalb 24 Stunden machen, das heißt online bestellen, sofort anrufen, spätestens am nächsten Tag mit ihm das dann nachtragen lassen. Dann habt ihr die Anhängerkupplung, wird es nur noch in diesem Quartal definitiv geben. Danach weiß man es noch nicht hundertprozentig, aber um sicher zu sein, dieses Quartal noch.
Ja, also wenn ihr Anhängerkupplung rot, weiß, dann seid ihr nochmal 5.000 Euro teurer. Wenn ihr dann nochmal die 19 Zoll, dann seid ihr schon bei 7.000. Das würde ich niemals machen. Da würde ich mir dann eher den Long Range kaufen. Den in weiß, so wie diesen, schwarz innen, weiß außen. Weiß ist es ja Metallic, es ist ja nicht nur Uni-Weiß, es ist weiß Metallic, also sieht edel aus. Würde mir den hier kaufen, dann habt ihr die bessere Soundanlage, ihr habt das schnellere Laden, ihr habt den größeren Akku und ihr habt zwei Motoren. Und wer das noch nicht so richtig, und das könnt ihr nicht wissen, es geht hier nicht nur um Allradantrieb, sondern es geht um zwei Motoren. Das heißt, ihr könnt hier mitfahren und wenn ein Motor irgendwann mal kaputt geht, dann fahrt ihr mit dem anderen Motor nach Hause. Ja, mir ist das schon passiert in Italien. 1000 Kilometer weg von daheim. Mir ging der eine Motor kaputt, der Hinterradmotor am Model S. Wurde natürlich ersetzt, weil 8 Jahre Garantie. Und ich bin einfach mit dem anderen Motor nach Hause gefahren. Ohne Probleme. Tess hat gesagt, machen sich keinen Kopf. Sie haben zwei Motoren. Und das ist wie in der Fliegerei. Ich fliege ja auch mit einem Flugzeug Passagiere mit zwei Motoren. Weil wenn eins mal ausfällt, wollen wir nicht abstürzen, sondern wir wollen einfach weiterfliegen bis zum nächsten Flughafen. Ja, also Dual Motor hat viele, viele Vorteile. Bessere Traktion, Allrad im Winter, diese Redundanz des Motors, dass ihr, egal wo ihr seid, und wenn ihr in Sevilla seid, in Südspanien, ihr habt einen Motorausfall, ihr fahrt einfach wieder zurück. Im Standard Plus war es das. Ja, in jedem Elektroauto mit einem Motor war es das. Deswegen, also diese 10.000 Euro, die sind Gold wert. Und wer sich das leisten kann, der soll sich ein Standard, ein Long Range kaufen, in weiß mit schwarz, ohne alles, so wie ich das immer mache hier, oder wie ich es in diesem gemacht habe. Und dann habt ihr das absolute Reichweiten schnell, er ist auch noch schneller. Also er hat alles besser. Ja? Der Standard Plus ist super und kann alles so gut wie die Konkurrenz und sogar besser. Der Long Range kann alles viel besser. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt nochmal meine Einschätzung aufgrund der Erfahrung. Und das bringt uns natürlich wieder zurück auf diese 600 Kilometer Strecke. Das geht nur im Supercharger-Netz. Und so viel zu dem Ionen-Akku. Ich kann ihn empfehlen und es ist kein Problem. Nach dem Software-Update funktioniert das gut. Euer Goldfund in der Waage ist der Zugang zum Supercharger-Netz. Denn das habt ihr mit jedem Tesla. Das funktioniert. Die Anzeigen sind super. Alles live, alles erprobt. Alles gut und ich bin auch schon mit dem Standard Plus nach Italien runtergefahren. Da, wo es mir ein paar Jahre vorher mit dem Model S kaputt gegangen ist, das war glaube ich 2018 und 2020 war ich mit dem Standard Plus unten. Klar, es wird normalerweise nichts passieren, aber ihr habt das Supercharger-Netz. Und das ist genau der Punkt. Also die Frage war, ab wann wird Tesla das freischalten für die anderen? Damals wurde das Angebot abgelehnt, jetzt ist, glaube ich, Elon Musk ein bisschen pisst. Er ist auch, glaube ich, ein bisschen pisst, weil wir uns so doof anstellen in der Gigafactory. Also da muss man sich echt schämen für unser Land, dass wir so doof sind. Auch, dass wir immer noch auch auf höchsten politischen Positionen der Meinung sind, dass die Elektromobilität nicht die nächste Antriebsvariante sein wird. Das ist peinlich, ja. Also da habe ich ja schon mal einen baden-württembergischen Landsmann-Kollegen, da komme ich ja her, gelobt dafür, wie er als Politiker schon so ein modernes Bild hat. Ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren technisch und auch praktisch mit den Elektroautos unterwegs und kann sagen, das ist einfach die Zukunft und das andere wird nicht funktionieren, nicht serienreif sein und ist auch im Vergleich zu den reinen Elektrostromern überhaupt keine Alternative. Also anyway, auf jeden Fall, Tesla wird das nicht freischalten für die anderen, denn die anderen sollen das jetzt selber machen, ja. Und Audi hat es ja schon erkannt, VW, die wollen jetzt ihre eigenen Säulen hochziehen. Die Kooperation mit Ionity ist ganz okay, ja. Deswegen, ihr solltet da auch die Karten dann kriegen von denen und nicht noch Grundgebühren zahlen, damit das funktioniert. Ihr solltet irgendwann mal Software-Updates kriegen, damit ihr auch überhaupt seht, ob das Ding funktioniert. Und irgendwann wird es dann halt mal ähnlich gut wie bei Tesla. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Also da gibt es eigentlich keine Notwendigkeit und es ist halt einfach auch ein Marktvorteil, ja. Also ich glaube, Tesla lässt da die anderen noch ein bisschen schmoren und von daher wird das nicht passieren. Auch ist es natürlich so, als Tesla-Fahrer hat man selten das Gefühl, dass nicht genug Ladesäulen da sind, aber das macht es natürlich auch aus, dieses unkomplizierte Ladenetz zu haben und die Vorteile, dass man halt einen Tesla hat. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt hier so ein EQS, ich habe mich ja schon mal ein bisschen lustig drüber gemacht, dass der an der falschen Seite seine Klappe hat zum Laden. Ja, wie soll das an einem Supercharger funktionieren? Ja, der parkt ja dann immer falsch, weil
Er fährt dann in die Ladebucht, die für den Supercharger links vorgesehen ist, aber er nimmt dann den von dem Tesla, der rechts steht, weil der braucht eigentlich die linke Seite. Also das sind alles so Sachen, wenn man sich natürlich absichtlich mit seiner Konstruktion derartig anders verhält, dann kann man nicht erwarten, dass man da lädt, wo das natürlich sinnvoll auf der gleichen Seite installiert ist. Also das sind alles so Sachen und da muss ich auch sagen, da sind die meisten Tesla-Fahrer natürlich so ein bisschen am Schmunzeln und die würden das nicht toll finden, wenn auf einmal jeder an den Tesla Superchargern lädt, weil so ungefähr, man hätte ja auch einen Tesla kaufen können. Und ein Tesla hat ja auch gewisse Nachteile und ja, also da reden wir ein andermal drüber, über Service und wie weit das immer weg ist. Ich finde, das geht zwar, die Nachteile sind jetzt nicht dramatisch, aber es ist auf jeden Fall noch ein paar Sachen, wo die anderen natürlich auch was können. Und da muss man natürlich sagen, jetzt bin ich gleich am Ziel, Geiger Cars in München. Wir unterhalten uns auf der Rückfahrt noch über Apple CarPlay und dann habe ich noch einen Schmankerl für euch. Also bis gleich. Es wird bald weitergehen. Also wer noch nicht abonniert hat, einfach abonnieren. Daumen nach oben nicht vergessen für den Algorithmus. Und ihr seht schon, Starship SN15 ist erfolgreich gelandet. Hier bei mir gibt es Tesla mit Erfahrung. 5 Jahre, 200.000 Kilometer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir schauen uns hier einfach nochmal Starship an. So wird es aussehen, wenn in Zukunft das Raumschiff landet. Also bis zum nächsten Mal hier bei Elon Motors TV.